Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde VCB Infinity Evolved. Wir sind auf dem Server, aber nicht im Test, der ist G-Doodle 2. So, wir wollen nochmal kurz, bevor wir die Query aufsetzen, wollen wir noch einen Upgrade verpassen. Und zwar wollen wir hier so ein Silk-Touch-Upgrade machen. Dafür brauchen wir jetzt mal nochmal Burnt Quartz, also dann nochmal. Aber auch nur zum Glück 1, ein Quarzblock. Furnace only und zack. Perfekt. Ach du Scheiße, ist das schnell kaputt. Gut, Ender Query Upgrade. Wir brauchen aber, damit wir es richtig sehen, hier eine Silk Touch, eine Goldspitzhacke mit Silk Touch. Die Goldspitzhacke habe ich schon mal vorbereitet. Aber um das zu kriegen, machen wir einfach einen Enchanter von Ender.io. Das ist halt die sicherste Methode. Nehmen unser letztes Buch, 2 Diamanten nochmal und 4 Darksteel. Dunkler Stahl. Ein Enchanter. Das ziehe ich jetzt einfach mal so frech hier hin. Und ich brauche einen Bockenquill, fällt mir ein. Weißt du was? Einfach mal schnell so kaputt machen, haben wir wieder 3 Bücher. Eine Feder und ein Inksack. Puppenquill. Und für Silk Touch brauchen wir einfach ein Slimeball und 30 Level. Okay. Slimeball würde ich mal behaupten, haben wir ein paar. 10, 20, 30. Sehr schön. Und wie viel brauchen wir jetzt, damit das aufkommt? 6. Alles kein Ding. 6. Zack, zack. Haben wir. Ender Query Upgrade Base. Kommt dahin. Die Goldspitzhacke da. Und 2 rote Steine. Und das haben wir auch. Sehr schön. Das läuft ja wie Schmitz Katze hier. Okay. Dann machen wir hier eine freie Channel. Einen privaten Channel. Dosh Query. Der sendet. Dann hier einen Channel Query, der received items. Ja, Street ist ja gerade noch so ein bisschen am Rumdödeln, den interessiert das gerade. Ich lasse einfach mal arbeiten. So, ich habe auch alles dabei, ja, perfekt. Ab in Le Mining World. Dann machen wir das einmal so. Ich könnte das Dorf mit aufbauen, aber meh. So, einen Endermarke hier. Ich weiß nicht, wieso ich 2... So, die haben sich verbunden. Und dann auf minus 1, 2, 4, 5. Sehr schön, die haben sich beide verbunden. Dann kommt jetzt hier die Query ran. Einmal rechtsklicken und die Query hat das Gebiet erkannt. Silk Touch Upgrade daneben, man sieht es hier wundervoll, das hat sich verbunden. Und dann das da drauf. Darüber sollte er jetzt Strom kriegen, sehr schön. Und die Items darüber senden.
bin ich mal gespannt, ob da jetzt schon was ankommt. Müsste eigentlich. Tankloader müssen wir nicht reinschießen, die Quarry hat einen eingebauten. Und das Schöne ist, anders als die normale Quarry von BC, Factory, ach von Buildcraft einfach. Holoron. Die Quarry an sich lädt nicht alle Chunks auf einmal, sondern nur diese Chunk in der Reihe, wo sie gerade am Arbeiten ist. Okay. Die hat keinen Auto-Output. Kann ich jetzt einfach mal so ganz blöd gefragt? Ich glaube, das wird tierisch in die Hose gehen. Genau wie meine Ordnung hier. Ich glaube, das wird sowas von in die Hose gehen. Ja, das verbindet sich nicht, habe ich schon gedacht. Ja gut. Dann machen wir einfach nochmal 4 Wood. Nicht Wood, Redstone Engines. Also brauchen wir 8 Pistons. Oh, ist gut da draußen. Glas brauche ich ein bisschen. So, 4 Pistons. Ah, das ist ja jetzt super ärgerlich. Vier, 8, 12, 16. Das werden. Wir brauchen 32 Sticks. So, so, so und ein wenig Glas. 4. Nehmen wir den Expressway. 3. Oh, da kommen wir alle in normales Glas raus. Interessant. The start of something big. 1. 2. Ja. Ach komm, geh mal weg da. Ja, ich brauche noch 2 Lever. 1, 2, 1, ein Cobblestone habe ich schon im Tower. So, die arbeiten. Und theoretisch gesehen müsste doch eigentlich, wenn der Brick da nicht hinkommt, natürlich. Gut. Nochmal hier noch eins hin. Die ganzen Sachen werden jetzt hier schon rausgepumpt. Sehr schön. Ja, ich mach mal einen neuen Lever dann. Hat er ja nicht gesehen, ich komme gerade nicht mit. Ist egal, wir sind gerade hier beschäftigt. Ist mittlerweile hier was angekommen oder hier? Ich würde gerne mal. Was? Ach du Scheiße. Das habe ich gerade zu spät
bestimmt dadurch einen Gedankenfehler. Es kann sein, dass schon ein paar Items gelöscht wurden. Ne, weißt du, wie wir das machen? Mach mal anders. Warte mal. Das gefällt mir so nicht. Das machen wir jetzt mal komplett anders. Erst einmal hier das Wasser wegsperren, das geht ja auch auf die Eier. Das kommt wieder dahin. Das auch. Der war blöd da auch. Und dann machen wir das so. Extract. Aber dann hier noch so. Und dann machen wir hier noch ein paar Barrels hin. Mit Void Upgrades. Das ist doch mal eine gute Idee. So 6 Barrels mit. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Das kommt da rein. Habe ich da was vergessen? Irgendwas funktioniert hier noch nicht so richtig. Ah, okay, das wird schon mal einsortiert. Sehr schön. Na. Wie lange geht die Folge noch? Ja, wir haben noch was Zeit. Dann machen wir später da noch einen Itemfilter rein. Dass die da eine Blacklist bekommen. Jetzt aber erstmal hier at Java. Wir brauchen dann 12 Pistons, Alter. Alter Finne. Aber erstmal hier von was? Aber so. Ach, hier ist ja noch Holz. Ja, ich muss mal wieder das Essen sehe ich gerade. Diorite. Na, nein, 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 nein. Cobblestone wird ja eher seltener dann auftauchen. Dann nehme ich dafür noch Erde. Dann habe ich mal die wichtigsten da drin. Oh, da kommen schon süße Erze an, süße, süße Rohstoffe. Komm, nehmen wir mal hier das Cooked Mutton. Boah, jetzt kriege ich gerade Hunger, ich hasse mich. So. Dann machen wir mal gerade hier die Pistons fertig. Haben wir gerade ein paar Vorrat gemacht dann quasi. Die kommen hier rein. 6 Obsidian. Eins, zwei. 12 brauche ich. 2 brauche ich. Steht das auch daran? Ja, steht es.
2 Iron Upgrades habe ich. Ja gut, dann mache ich wenigstens schon mal hier vom Clean und Wuff. Ja, von Gravel. So, die sind dran. Bali Seeds, raus damit. Kommt dahin. Wo war ich jetzt dran? Ah ja, die 4 Iron Upgrades. Dann mache ich hier nochmal gerade ein paar Fences. Aber dann auch bitte noch die Upgrades richtig rumgecraftet. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Und jetzt brauche ich ein Item-Filter. Da reicht der Basic. Dafür brauchen wir einen Hopper. So. Truhe. 1, 2, 3, 4, 5. Papier brauche ich. Habe ich das noch auf? Paper Stack, ja komm. Am Papier soll es jetzt gerade nicht mangeln. Basic Item Filter kommt dann hier rein. Mit einer Blacklist für Clean und Gravel. Ja, ich sehe da noch ein Problem. Es sind nur 5 Slots. Dann machen wir das so. Holen dann hier den Cleanstone raus, setzen aber die beiden Truhen dann schon wieder mal dahin. Die sind auch noch richtig super. Oh, wir haben schon Dias gefunden. Ach ja, hier muss noch ein Insert werden. Ich habe schon gerade gewundert, warum nichts rausgezogen wird. Hätte man aber auch drauf kommen können. So, dann kommt das nämlich jetzt alles da rein. Der kommt nämlich auch noch da rein, weil so viel Cleanstone braucht keiner in diesem Projekt. Wenn doch, dann lasse ich gerne mal für den Detektor gelaufen. Sehr schön. Haha. Weiß nicht, was ich noch mache. Ganz einfach. Oder ist das überhaupt so? Ja doch, wenn ich hier noch eine Barrel dran klatschen würde, weil ich bezweifle. Oder weißt du was, dann mache ich dann eine Cache dran. Der Cache sollte dann schon eher passen. Und zwar mit Dirt. Was laber ich? In 5 Minuten ist Server neu, ich dachte ja super. Ja doch, Dirt muss.
Marvel muss da rein. Ach, ich blick da gar nicht durch, komm. Das wird schon so passen. Ich bin jetzt auch bei 20 Minuten angekommen. Ich würde sagen, damit beende ich dann hier diese Aufnahme. Den Gravel hole ich aber hier noch raus. Und dann bin ich mal gespannt. Dann schaue ich hier erst morgen mal wieder rein. Und werde sehen, wie das Ganze verlaufen ist. In dem Sinne würde ich schon sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Alter, hallo.